offiziellen Nutzer halt dachten, der fährt einmal um den Kirchturm. Die Bevölkerung im ländlichen Raum wird immer älter und die älteren Menschen haben kaum die Möglichkeit mehr in die Dörfer zu fahren oder in die Mittelstädte zu fahren. Und da kommt Auto-NV ganz gut zum Tragen. Also der nächste Schritt ist, dass wir mit 25 Stundenkilometer fahren können. Und das Ziel insbesondere auf den Außerortsbereichen ist natürlich, dass sich das Fahrzeug dann später mit 50 oder vielleicht mal mit 70 Stundenkilometer im Verkehr bewegen kann. Das Ziel ist natürlich, dass in einigen Jahren dieser Operator nicht mehr vonnöten ist, dass also das autonome Shuttle alle Sondersituationen selber beherrschen kann. Dafür brauchen wir allerdings noch ein bisschen Zeit und das autonome Shuttle muss halt eben noch ein bisschen lernen. Aber wenn wir dann in einigen Jahren soweit sind, können wir dann auch tatsächlich Kosten einsparen. Ein wenig. Aber in Anbetracht dessen, dass doch die Fahrgastzahlen relativ stagnieren jetzt auch seit Schweig, dass sich die Fahrgäste derzeit auch vorstellen können, den Bus ohne Operator zu nutzen. Interessant. Ja. Das ich auch noch sehr interessant. Ich würde jetzt vorschlagen, dass Sie einmal die Fahrt auf sich wirken lassen und dass wir im Anschluss, wenn Sie kurz Zeit haben, kurz eine 5-minütige Befragung durchführen. Die Akzeptanz bei den Mitfahrenden ist bislang sehr gut. Wir haben also schon die ersten Befragungen durchgeführt und alle sind da sehr interessiert dran, wobei natürlich halt eben die Geschwindigkeit schon angesprochen wird, dass also die 15 Stundenkilometer noch nicht das Ende sein können. Das Nachhaltige an Auto-NV ist zunächst, dass wir ja mit Elektrofahrzeugen unterwegs sind. Also wir ersetzen dann irgendwann mal die klassischen großen, im Augenblick noch Dieselbusse, durch die elektrischen Fahrzeuge. Und wir können viel häufiger fahren. Wir können dann später fürs gleiche Geld quasi viel häufiger fahren, sodass dann auch mehr Fahrgäste den ÖPNV benutzen.